Pro Köln und Pro NRW, die wehren sich immer dagegen, dass sie im Verfassungsschutzbericht auftauchen. Ich denke, wenn man diese Bilder sieht, dann gibt es schon ganz gute Gründe für den Verfassungsschutz, da genauer hinzuschauen. Auf der anderen Seite, solange die ihre Hitlerbilder noch auf Internetplattformen stellen, dürfte die Verfolgung nicht allzu schwer werden. Wir schalten jetzt nochmal nach Duisburg, wo ein langes Wochenende mit Demonstrationen und Gegendemonstrationen zu Ende geht. Ahmet Cengöt, unser Reporter dort, wie sieht Ihre Bilanz dieses Wochenendes aus? Also die Bilanz ist für die Veranstalter im gesamten Ruhrgebiet super positiv. Also im Grunde in allen Städten, wo pro Köln, pro NRW besser gesagt versucht hat, Mahnwachen zu machen, wurden sie zurückgedrängt, sind kleine Gruppen von in erster Linie älteren Menschen halt aufgetreten. Und genauso war es im Grunde halt auch hier in Duisburg-Marxloh. 5000 Gegendemonstranten sind auf 500 Vertreter, maximal 500 Vertreter von pro NRW gestoßen. Wir haben aber noch was anderes gemacht. Wir haben uns die Gruppen angeschaut, speziell aus dem, sage ich mal, Einwanderungsbereich, speziell aus der türkischen Community, wer dort dabei war, und haben auch wieder ein Filmchen gemacht. Man kann sehen, dass im Grunde von der Kuppel der Moschee, vom Minarett aus gesehen, sieht das nach wenigen Leuten aus, aber es waren christliche Vertretungen dabei, wie hier die Pfadfinder. Die Moscheeleitung hat selber auch Transparente gemacht, aber wir haben halt auch noch andere Vertreter getroffen, und zwar werden wir das gleich sehen, hier neben der DKP, der Kommunistischen Plattform der Deutschen, gab es auch Vertreter der Kommunistischen Plattform aus der türkischen Community, aber halt auch nationalistische, die klare Handzeichen gemacht haben, die Zeichen der grauen Wölfe, der türkischen Rechtsextremen, die sich mitten in der Demonstrationsgruppe der Linken bewegt haben, und im Grunde kein Mensch, keiner der mehrheitlich deutschen Gruppierungen ist es eigentlich aufgefallen, dass hier solche Gruppen, die skandieren, es gibt keinen Gott außer Allah, was ein klares Zeichen ist für islamistische Tätigkeiten. Wie gesagt, auch die Handzeichen deuten darauf hin, dass das Vertreter gewesen sind von türkischen rechtsextremen Gruppen. Aber wie gesagt, den deutschen Veranstaltern ist das nicht weiter aufgefallen. Glauben Sie denn, dass durch solche Teilnehmer letztlich die Gegenproteste und die Gegendemonstrationen in irgendeiner Form diskreditiert werden? Oder kann man sagen, nach so einem Tag, letztlich war die Gegendemonstration so übermächtig, dass pro NRW sowas nicht mehr versuchen wird? Also pro NRW hat auf jeden Fall den Auftakt im Ruhrgebiet verloren. Das ist ganz eindeutig. Ich finde, dass die Veranstalter eine Nachbearbeitung machen müssten, um nochmal nachzuprüfen, mit wem haben wir eigentlich von der türkischen Seite demonstriert. Denn da waren auch klare Antidemokraten dabei. Ahmet Cengöt, vielen Dank für Sie und vielen Dank nach Duisburg, wo jetzt hoffentlich wieder Ruhe einkehrt. Für die Anwohner rund um die Moschee in Duisburg ist so eine große Demonstration mit so viel Polizei natürlich ein ganz großes Theater. Theater, ich meine, gerade du als meine ausländische Hälfte solltest die Gefahr durch Rechtsextreme etwas ernster nehmen. Wenn es eine Gefahr wäre. Ich glaube, das Ganze war inszeniert. Ja. Hast du dich mal gefragt, warum diese Demos ausgerechnet im Ruhrgebiet stattfinden? Ist doch klar. Ich meine, im Ruhrgebiet leben die meisten Muslime in Deutschland und die Rechten, die wollen halt zeigen, Quatsch. Dass sie dort... Weil es Ruhr 2010 gibt, die Kulturhauptstadt. Was? Und da haben sich ja vor einigen Wochen die Muslime schon beschwert, dass zu wenig Türkisches im Programm stattfindet, ne? Dass die türkische Kultur im Ruhrgebiet zu wenig berücksichtigt wird. Verstehe, dann ist diese ganze große Demonstration nur eigentlich nur Straßentheater, Aktionskunst. Und die Pro-Leute? Statisten. Und die Gegendemonstranten? Ein paar mehr Statisten. Und warum das Ganze? Um einfach türkische Kultur in den Mittelpunkt zu rücken, um die Moscheen zu zeigen, um zu zeigen, dass es Rassismus gibt, aber auch die Mehrheit gegen Rassismus ist. Das Ganze ist ein wunderschönes Kulturprojekt. Clevere Idee. Aber wenn das Ganze nur Theater ist, wer ist dann der Regisseur? Inshallah. Oh Gott. Naja, das war's von uns für heute. Das war Cosmo TV. Wenn Sie uns schreiben möchten, tun Sie das bitte gerne. WDR Cosmo TV in 50600 Köln ist unsere Adresse oder cosmo-tv@wdr.de. Hier geht's weiter mit Tag 7. Die entführen Sie nach Sibirien. Ostern in der Taiga ist der Titel der Reportage, die es dort zu sehen gibt. Wir machen auch eine kleine Osterpause, sehen uns dann wieder mit Cosmo TV in 2 Wochen. Bis dahin sage ich Tschüss und bleiben Sie gut integriert.